Da ist die erste Pinke bei mir. Dafür sind wir heute auch hergekommen. Und da ist sie tatsächlich dran. Richtig schöne Fische. Zugucken durfte ich schon mal meinen Nachbarn, die sie welche gefangen haben. Das ist jetzt die erste für mich. So. Und komm mal. Wow. Richtig geil. Die mache ich mal fertig und dann zeigen wir euch den mal. Ja? Und wieder. Ja. Wie ihr seht, bin mal ganz woanders. Wir sind heute an der schönen Teichanlage Bläser, Nähe Montabaur. Hier ist absolut Fasten- und Teichverbot. Das heißt also, heute muss ich wirklich mit Kunstködern arbeiten. Das werden wir auch tun und werden euch versuchen, so ein bisschen zu zeigen, was man da für Möglichkeiten hat, um vielleicht dann, ja, ich sag mal, die Paste zu umgehen oder halt, welche Vorteile es tatsächlich mit Kunstködern hat. Ne? Aber jetzt mache ich erstmal den Fisch raus, weil ich habe da nämlich was richtig Geiles am Ende dran hängen. Das ist nämlich eine Pinkforelle. Und ja, deswegen sind wir heute auch hergekommen. Aber wie gesagt, ich mache die mal eben fertig. Und dann zeige ich sie euch auch gleich nochmal. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon los. Wobei es ja jetzt schon losgegangen ist. So. So, und dann unseren Köder. Ja, ihr seht ja jetzt hier schon, was ich für einen Köder drauf habe. Unseren Inzi-Spinspoon. Die sind endlich da. Ein schöner Dreher. Das ist halt mein Pasten- oder Teigersatz. Ne? Und der funktioniert. Und ihr seht ja auch, weil das ein Inliner ist, der Fisch kann sich nicht aushebeln. Der Inliner fliegt nach oben. Und ja, wie gesagt, der Fisch kann sich einfach nicht aushebeln. So, wir haben den jetzt. Ich mache mal fertig und zeige euch den. Ja? Ja, guckt euch doch mal diese schönen Fische an. Herrlich, oder? Also da macht das Angeln darauf Spaß. Die Verwertung nachher von den Fischen wird mega Spaß machen. Und das Essen wahrscheinlich noch mehr, weil ich einfach weiß, wie herrlich die Dinger waren. Ne? Und ihr seht, also selbst ohne Paste kommt man wunderbar klar. Und als nächstes, was ich euch jetzt erklären werde, ist jetzt tatsächlich erstmal meine Schwimmermontage, weil das ist meine zweite Route, die habe ich da einfach so stehen. Die hat mir jetzt auch schon zwei Fische gebracht, eine pinke und eine normale Lachsforelle. Und deswegen, damit machen wir jetzt als nächstes weiter. So, Leute, ihr seht, UL funktioniert richtig gut. Wir dürfen ja auch leider keine Paste fischen. Das ist natürlich heute, habe ich im ersten Moment gedacht, für mich ein kleiner Nachteil. Aber ich muss sagen, bis jetzt, es läuft bombastisch. Da müssen wir nur noch schauen, ob wir den auch rauskriegen jetzt. So, und da, Mann. Ja, wie ihr seht, pinke Forelle.
schwarz-orangener Dreher von uns, und zwar unser Inzi-Spin-Spoon. Ja, das war jetzt der Bringer, und wie gesagt, mit dem werde ich heute natürlich unter anderem probieren. Ich werde aber unsere normalen Inzi-Spoons probieren, und ich werde natürlich auch mit den Gummis ein bisschen loslegen. Und ja, weil das sind ja meine einzigen Möglichkeiten, und natürlich mit Naturködern, also mit Bienenmade und Made, Wurm und sowas. Und ja, und da hoffen wir einfach mal, dass wir so ein paar schöne Fische fangen können und vielleicht euch ein bisschen näher bringen, wie ihr das nächste Mal vorgehen könnt, wenn tatsächlich der ein oder andere Köder verboten ist oder aber ihr einfach mal Lust habt, ja, ich sag mal, aktiv zu angeln. Deswegen bleibt dran, es geht weiter. Und da ihr wahrscheinlich ja schon immer wissen wollt, wie führt man am besten unseren Inzi-Spin-Spoon, richtig, ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Also ihr könnt den entweder durchleiern, dann wird er sich natürlich in einer Tour rotieren und drehen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, dem Ganzen nochmal richtig Leben einzuhauchen. Das heißt, ihr könnt euch das mal am Ufer angucken, lasst den mal am Ufer so ein bisschen rotieren und lasst den dann mal fallen. Und ihr werdet feststellen, die Rotation, die vorher nach vorne ging, geht auf einmal nach hinten, ne? Und das ist natürlich dann für die Fische ausschlaggebend, wo sie nochmal durch einen Reflex zupacken. Und deswegen probiert es mal aus, eure Spoons auch einfach mal nicht einzukurbeln, sondern einfach mal fallen lassen. Dann wieder leicht ankurbeln, wieder ein bisschen fallen lassen. Und ihr werdet feststellen, die Bisse kommen auch in diesen Sinkphasen. Weil selbst der normale Spoon fängt an zu taumeln. Und das ist natürlich für die Fische dann ja ein Reiz. Und da müssen sie dann zupacken. Deswegen auch selbst mit Spoons oder egal mit welchen Ködern, immer wieder mal ein bisschen variantenreich fischen. Mal fallen lassen, mal hochziehen. Und ihr werdet feststellen, die Fische beißen besser drauf. Ne? Jo. So. Nächster Fisch, diesmal auf Gummi, ganz klassisch, weil ich mir gedacht habe, die waren gerade hier vorne, nimmst du mal die Gummirute und wirfst sie mal an und siehe da, Klumps, ich habe einen, danke. So, da hängt auch schon wieder der nächste und schon wieder so eine Pinky, glaube ich. Also die sind heute echt aktiv hier, die sind stark vertreten, aber ich sag mal, wir gehen gleich nochmal auf die Teiche hier ein, wo wir uns befinden. Und vor allem, was für Fische hier drin schwimmen. Also ich habe es ja vorhin gesehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also die pinken Forellen sind natürlich die schönsten. Aber hier sind ein paar richtige U-Boote vorhin lang gepaddelt. Ja, mega. Und da wollen wir natürlich hoffen, vielleicht kriegen wir auch einen von diesen dicken U-Booten dran. Das wäre natürlich genial, ne? Aber da müssen wir erstmal weiter angeln. Na komm, Schätzchen. Komm, Schätzchen, komm, 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 komm. Und da haben wir sie. So. Da ist sie. Wobei, ne, dieses Mal ist es eine dicke Goldforelle. Also wirklich auch die Artenvielfalt ist heftig. Eine Lachsforelle habe ich, eine Pinkforelle, eine Goldforelle. Ja, und gleich will ich auch so ein schönes dickes Moped haben. Mal gucken, ob mir das gelingt, ey. Mal gucken. So Leute, wie ihr seht, der nächste Fisch. Schon wieder auf Gummi. Also die sind echt gallig, die wollen heute. Ich habe zwar gedacht, für mich wird das heute so eine kleine Nullnummer oder vielleicht ein oder zwei Fische, weil ich halt einfach meine geliebte Paste nicht fischen darf. Aber ich muss sagen, bis jetzt Kunstköder funzen und zwar richtig geil. Oh, ist die hübsch. Ist die rosa, hör mal, aber richtig rosa. So, wir haben sie. Was für ein geiles Fischchen, ey. Ja. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen auf die Standroute gekriegt. Aber der ist richtig abgezogen und ich sehe meinen Schwimmer jetzt überhaupt nicht mehr. So, gucken wir mal, wo der ist. So, jetzt kommt langsam Spannung in die Schnur. So, ich kurbel langsam weiter, bis ich wirklich komplett die Spannung auf der Schnur drauf habe. Weil ich sehe momentan gar nichts. Ich sehe nur, der Fisch geht da nach links. So, jetzt kommt er wieder auf mich zu. Jetzt dreht er wieder. Das ist immer wie so ein Krimi. Ein wahrer Krimi. Jetzt kommt der volle Möhre auf mich zu. So, jetzt geht er weg. Jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir dem eine setzen. Und da ist er. Die nächste Pinke, was soll ich sagen? Also heute sind irgendwie so eine pinke Forellenexplosion, glaube ich. Eine nach der anderen. Ein Lachsforelle habe ich bis jetzt, Leute. Eine einzige. Und ansonsten nur pink, pink, pink. Richtig geil. Und die sind agil. Die machen richtig Spaß. So, da kommt sie. Komm, kein Riese, aber wunderschöne Fische, ehrlich. Also es müssen nicht immer groß sein, Hauptsache die sind hübsch. Und die Fische, die erfüllen das ganz genau. Na komm, komm. Und was ich hier an der Schwimmermontage für einen Köder habe,
Das erzähle ich euch natürlich gleich auch, weil das ist, ich sag mal, genauso wichtig wie die aktive Route, weil ihr habt hier auch zwei Routen frei. Ihr dürft mit der zweiten Route fischen. Ihr könnt, wie gesagt, Bienenmaden, Maden, Würmer, Kunstköder, die auftreibend sind, fischen. Oder mit Styroporkügelchen Bienenmaden aufpoppen. Und was wir gemacht haben, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal mache ich den hier fertig. Sah gerade nach einem Biss aus. Ist auch ein Biss, glaube ich, ne? Ja. Ist auch ein Biss. Jetzt wollte ich euch gerade mal die Fische zeigen. Und ja, da läuft die Route schon wieder ab. So. Er hat da rumgeknabbert. Ihr seht das ja. Zack, zack, geht runter. Und jetzt entgegengesetzten Winkel, Anschlag und oh, eine Lachsforelle. Mal was anderes heute. Also ich glaube, das ist jetzt die zweite normale Lachsforelle und im Vergleich dazu habe ich schon etliche von den Pinkies. Also ist der Wahnsinn. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja, es wird schwierig ohne Paste, aber die Alternativen, die wir da so haben, die funktionieren genauso gut. Ich habe auf einen Inliner gefangen, also auf einen Inzi-Spin-Spoon habe ich gefangen. Ich habe auf unsere Gummis habe ich bis jetzt gefangen. Ich habe jetzt gerade auf eine Bienenmade, weil die Montage ist mit Bienenmade. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich noch. Ausgestattet. Also im Endeffekt funktioniert alles. Die Fische wollen fressen und die fressen. Ne? So, da kommt er. Komm, komm zu mir und eingetütet. Jawohl. Der nächste. Ja, den werde ich euch auch mal zeigen, aber den machen wir erstmal fertig. Ja, Freunde, da ist er. Der erste etwas größere Lachs. Also wirklich ein richtig schönes Tier. Immer schön flexibel bleiben. Und aus dem rechten Augenwinkel sehe ich gerade, dass hier vorne ein dicker Schwarm Fische vorbeizieht. Deswegen, Freunde, wir machen weiter und bleibt ihr mal dran, ja? Ja, hi Freunde, da sind wir wieder. So, vorhin habe ich zwar ein bisschen angefangen, wo wir sind, aber jetzt wollt ihr bestimmt ganz genau erfahren, wo wir denn ganz genau sind. Und zwar sind wir hier bei der Teichanlage Bläser und das ist der Lukas Kern, das ist hier der Betreiber Hallo. Der ganzen Anlage. Und ja, der Lukas wird uns jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie viele Teiche er hier hat. Wie viele Teiche habt ihr denn hier? Wir haben hier drei Angelteiche, unten den Raubfischteich. Wie viel Hektar? 2 Hektar. Also ein richtig großes Ding. 6,50 Meter tief, große Fische. Dann haben wir den Hausteich, ungefähr einen halben Hektar groß. Und oben den Inselteich nochmal mit 1 Hektar. Also richtig große Teiche, wo viel Platz ist. Das heißt halt, man muss hier nicht morgens vorm Tor stehen um 4 Uhr morgens, sondern man kommt einfach her, sucht sich einen schönen Platz aus und kann angeln. Ja? Genau. Wie ist das so mit Essen? Bietet ihr auch Essen an für die Angler? Essen, Trinken gibt es immer ab 11 Uhr. Alles, was der Angler sich wünscht. Also Vollprogramm. Veranstaltungen verschiedene. Super. Also alles, was gibt. Also das heißt, wenn ich jetzt so mit meiner Familie herkommen möchte, dann kann ich dich vorher anrufen, kann dir Bescheid sagen, wir möchten gerne das und das haben und du machst das fertig. Also ihr hört, ne, hier ist wirklich eine Anlage und mir gefällt es hier. Also die ist sehr weitläufig, man ist mitten in der Natur, ich höre keine Autos, ich höre nur die Vögel und die anderen Angler natürlich, ne, beim Drill. Und ja, es ist eigentlich wirklich wunderschön. Deswegen schaut euch das Ganze mal hier an, kommt den Lukas mal besuchen. Ne? Ja, gerne. Und ihr werdet feststellen, also es ist wirklich eine richtig geile Anlage. Ja, Freunde, und wie gesagt, jetzt kommen wir mal zu der Montage oder zum Köder hauptsächlich. Die Montage ist altbewährt, Schwimmermontage mit Spiro über Grund, könnt ihr alles fischen. Wichtig ist, dass der Köder entweder Auftrieb hat oder von oben nach unten. Und wir fischen jetzt hier halt, ich sag mal, mit dem Schwimmer von unten nach oben. Deswegen hier unsere kleinen Eierchen. 2 Stück davon reichen mir vollkommen. So, einmal durchgespießt. Zack, zack. Runtergezogen am Haken. Die sind für den Auftrieb und für den guten Geruch da. So. So sieht das dann aus. Und jetzt kommt im Endeffekt eine kleine Bienenmade drauf. Weil Naturköder dürfen wir hier. So, suchen wir uns mal eine schöne kleine Dicke aus. Diese hier. Und die pieken wir nur noch hier einmal von oben ein bisschen in den Kopf rein. Gehen ein bisschen mit dem Haken nach unten und ziehen den Haken eigentlich auch schon wieder raus. So, dass das Ganze dann so aussieht.
So, und das fläzen wir jetzt einfach mal rein und gucken mal, ob gleich eine Forelle auf der Höhe vorbeischwimmt und sich den Köder holt. Und wenn ja, dann haben wir sie. Wenn nicht, dann müssen wir halt natürlich ein bisschen rumexperimentieren mit den Höhen. Der Teich ist ein bisschen tiefer. Das heißt, die können sich hier natürlich in jeglicher Wasserschicht bewegen. Und das müssen wir jetzt ein bisschen rausfinden. Deswegen, wir fangen jetzt mal an mit 60 cm Auftrieb und dann gehen wir so auf 1 Meter hoch und dann schauen wir einfach mal, wo was passiert. So, Rute abgestellt. Ganz, ganz wichtig natürlich, Bremse auf, weil wenn die Fische nehmen, dann nehmen sie und gehen auch direkt. Da habt ihr keine Zeit mehr dafür, irgendwie an die Rute zu springen und den Bügel aufmachen. So, das war's schon. Meine Standroute ist fertig und ich kann mich jetzt weiterhin mit meinen schönen Inzi-Spin-Spoons beschäftigen. Aber ich mache mir, glaube ich, gleich mal erstmal nochmal einen Inzi-Spoon drauf und probiere mal, ob ich damit auch noch was kriege. Der nächste Gummifisch, den habe ich hier so oft angeworfen, habe dann mal von rosa wieder auf schwarz gewechselt, wieder auf braun, wieder dahin und am Schluss orange. Die auffälligste Farbe überhaupt hat er genommen und kam auch mit einem richtig langen Spurt an. Ich sag mal, locker 5 Meter ist er angekommen und hat sich den Köder richtig schön weginhaliert. So, da müssen wir nur noch gucken, wo habe ich mein Kescherchen, der liegt da, dass wir den soweit jetzt auch fertig machen, weil den möchte ich schon rausbekommen. Ich glaube, das ist so eine Blauforelle, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, aber ich möchte nicht zu viel sagen. Nachher vertue ich mich wieder. Weil der ganze Rücken von dem Fisch, der schimmert richtig bläulich. Deswegen Leute, niemals aufgeben, auch wenn die Fische mal den Köder ignorieren. Wechselt die Farben. Wechselt die Farben, wechselt die Gewichte, wechselt den Köder. Irgendwann mal, ja, dem bleibt gar nichts anderes übrig. Der will ihn. Und dann nimmt er den auch. So wie er jetzt. Oh, komm, Schätzchen, komm. Komm zu mir, komm. Ich tue dir auch nichts. Du wirst mir heute Abend nur gut schmecken. Ist das schön. Ich sag ja, man arbeitet an so einem Fisch und arbeitet und arbeitet und irgendwie ist es immer vergeblich. Und aus heiterem Himmel, zack, hat man wirklich einen Schlüssel gefunden, die Farbe, die Druckwelle oder sonst irgendwas, ja. Und da ist er. So, komm, noch ein bisschen. Jetzt, glaube ich, ist er soweit. Und eingenetzt. Jawohl. Leute, ich mache ihn fertig und zeige euch den. Ja, Freunde, da ist er. So einen leichten bläulichen Schimmer hat er ja. So als komplette Blauforelle würde ich jetzt noch nicht bezeichnen. Von daher ein geiler Lachs. Und ich sage ja, an dem habe ich jetzt so lange dran gearbeitet. Immer wieder. Der kam immer wieder hierher geschwommen, mit allen möglichen Ködern ausprobiert. Und der orangene Wacker, da hat er dann gepackt. Einfach nur geil, ich freue mich. So, ich mache den jetzt mal schön in eine Kühltruhe oder in eine Kühltüte eher gesagt, weil bei den Temperaturen halten sich die Fische nicht lange. Deswegen auch ein Tipp von mir, wenn ihr jetzt zu der Jahreszeit loszieht auf Forellen oder egal was und ihr wollt die Fische nachher mitnehmen und ihr wollt sie abends wirklich noch genießen, nehmt euch eine Kühlbox mit, nehmt euch extra, es gibt Kühltaschen mit genügend Kühlakkus mit, damit ihr auch abends dann, ich sag mal, noch was von eurem Fang habt, ne, und nicht dann die Mülltüte. So, Freunde, und ich denke mal, das wird für heute auch dann der letzte Fisch sein. Irgendwann ist mal gut. Kühlbox ist gefüllt. Wir sind, glaube ich, auch ziemlich durch, ne? Und deswegen, wenn ich den jetzt rauskriegen sollte, dann war es das für heute auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen für euch. Für euer nächstes Mal, wenn ihr unterwegs seid. Und vielen Dank für euren bisherigen Support, ne? Und vergesst nicht, abonniert den Kanal. Setzt ein Like drunter. Und wir werden uns nächstes Mal wiedersehen. Oh, er will nicht, wa? Aber jetzt bleibt erstmal dran und erlebt es mit, schaffe ich's oder schaffe ich's nicht. So. Und da ist er drin. Ja. Freunde, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Abonniert den Kanal und wir sehen uns. Ciao.